Meine Leidenschaft fürs IME-Zentrum, die geht eigentlich seit ja mittlerweile über 12 Jahren. 2008 wurde die große Brücke am Küchengarten, ich sag mal, abgeknuspert. Und da war ich zum ersten Mal in Linden und habe mir gedacht, wow, was ist das? Und als dann 2012 meine WG in die Brüche ging, habe ich eigentlich nur im IME-Zentrum nach Wohnungen geguckt. Und alle haben mich angeguckt, als hätte ich gesagt, ich habe Magenkrebs oder so, wenn ich gesagt habe, ich gehe jetzt ins IME-Zentrum. Aber ich habe es nie bereut und es ist der beste Ort für die 20er gewesen. Und ich male bis heute hier. Ich lebe hier, ich liebe es hier zu leben und zu arbeiten. Es hat mein Werk beeinflusst, aber auch mit meinem Engagement gebe ich ja auch dem Ort wieder was zurück. Ich bin sehr engagiert im Verein Zukunftswerkstatt IME-Zentrum. Der wurde Anfang 2016 gegründet hier von Konstantin Alexander und einigen anderen. Und darüber hinaus halt allgemein der Stadtteil Linden, der bedeutet mir sehr viel. Dort habe ich habe fürs Kinderfährmannsfest schon was gemacht und dort wird ein Bild versteigert. Ich habe hier mit Freunden zusammen, mit Cora Gutzeit und Tim Schmelzer von Klugbeißer und Transition Town, haben wir 4 Jahre lang den veganen Weihnachtsmarkt hier unten gemacht am Küchengarten. Also ich versuche mich auf jeden Fall, versuche viel zu machen, um Hannover was zurückzugeben für das, was es mir gegeben hat.